Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu A Game of Dwarves. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir hier unten irgendwo, ja, hier muss es gewesen sein, erfolgreich den Orkhäuptling besiegt und uns weiter vorgewagt in diese Gefilde hier. Da wäre noch etwas Platin. Brauchen wir allerdings nicht. Ich bräuchte eher Mauerstein. Also wir machen jetzt einfach ganz normal weiter. Jo, die sind noch einmal fleißig am Trainieren. Und irgendwer schreit hier wieder wie verrückt herum. Hier oben hätten wir noch einen Jungzwerg, den ich langsam ausbilde. Wir haben zwei Forschungspunkte. Ich bin da wirklich am Überlegen, ob ich jetzt in groß auf die Lagekapazität gehen soll. Oder hier unten auf die Forschungsstation, dass Forscher besser arbeiten. Weil eigentlich bräuchte ich noch, ja, 1200 Lagerkapazität, da habe ich ja gesagt, da will ich hier unten in meine erweiterte Schatzkammer. Wollte ich hier solche Mauerwerks, solche Höllentruhen bauen. So, hier ist ein kleiner Orkhort. Mal wieder. So, du ziehst dich mal zurück. Achso, die Orks kommen nicht raus, weil Fisch im Weg ist. Ja. Ist immer noch irgendwas im Weg? Ich sehe jetzt nicht wirklich, dass was im Weg ist. Nö. Weil die Leitern sind da. Ah, einer kommt, um Orks zu töten. Helfen wir mal etwas nach. So. Und hier haben wir noch Stein. Bauen wir das auch mal ab. Und da hinten das Drachenblut. So, und da müssten wir in die Richtung weitergraben. Und theoretisch auch in die Richtung. Oh, hier ist noch mehr Stein, den wir abbauen können. So. Das war alles hier unten. Da unten ist sogar schon wieder unten die Geo. Ist da auch ein Digium? Ja, da ist auch ein Digium. Schade. Das heißt, wir müssen wirklich hier wahrscheinlich in den großen Raum reingraben. Hätte ich eigentlich irgendwelche Truhen, die auch ziemlich groß sind? Ja, ich hätte die da im Angebot, aber die brauchen halt verdammt viel. Ich könnte auch einfach alles mit denen zukleistern. So eine bringt 200 und ich bräuchte nur 6 Stück davon. Also das Doppelte von denen hier. Wenn ich also hier hoch in meine Königskammer gehe, könnte ich hier wenigstens 4 platzieren. Hier 4 platzieren und. Oder hätte ich noch was anderes? Ich habe halt nur die Sachen im Angebot. Alles andere ist riesengroß und kostet viel zu viel. So, ich könnte den Kaffee freischalten.
Tore, nein, Fallenverteidigung. Also hier möchte ich eigentlich nicht lang gehen. Reduziert die Kosten aller Objekte. Das wäre auch nicht schlecht. Ich bin aber auch mal neugierig, was es nochmal für bessere Pflanzen gab. Oh, Magier. Und so kann ich den Bericht des Roten Magiers bestätigen. Die Zwerge sind tatsächlich zurück. Könnt ihr standhalten, bis wir Verstärkung schicken? Your future is bleak. Nicht notwendig. Lass es aber zur Sicherheit die anderen wissen. Mein Prinz ist mutig. Okay, der hat Level 85. Okay, mein... Zeigt mir jetzt nicht die kalte Schulter. Oh, er kommt zu uns. Ob das so gut ist? Wo ist mein letzter? Der hat da gepennt. Das war jetzt falsch. Ich kühle das ab, okay. Er kommt zu uns. Sehr schön, oder auch nicht. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich hätte vielleicht... Egal. Soll das ein Witz sein? Du kannst doch nicht jetzt Hunger haben. Während wir kämpfen. Komm her, verdammt. Okay, den schaffen wir auf jeden Fall. Aber... Rache wird am besten eiskalt serviert. Diese Magier machen mir Angst. Stellt euch nur vor... Stellt euch nur vor, als diese Ländereien nur so von ihnen wimmelten. Lass uns den Kristall nehmen und diesen Ort verlassen. Oh. Haben wir jetzt einen Militärzwerg verloren? Jo. Na komm. Bauen wir mal hier oben einen Friedhof auf. Und hier kommen wir am besten von hier aus dann wohl rein. So. Die zerschlagen jetzt das Ding hier. Das hier ist alles hauptsächlich Gold und so wert, ne? Und ein Forschungspunkt. Sehr schön. Seid ihr auch Forschungspunkte? Nein, ihr seid Gold. Wir sollen mit dem grünen Kristall interagieren. Ohne ihn werden wir niemals auch nur ein Stückchen weiterkommen. Ja, das ist schon klar. Okay, ich bin mal so frei. Wo ist mein Architekt eigentlich? Der ist da. Oh, eine Goblin-Behausung mal wieder. So, 3 Punkte. Na gut, schalten wir das mal frei. Gut, wir machen mal einfach, weil wir ja schon ziemlich durch sind, hier eine vorgeschobene Schatzkammer hin.
So. Die hat er dann schnell aufgebaut und dann können wir... hier anfangen, das Gold auszuheben. So. Und auch hier. Die bringen wir mal in Sicherheit. Und hoffen eigentlich mal, dass mein Militär hier mich veralbert. Kümmert euch bitte um die beiden. Oh, hier ist ja noch mehr Platin. Ja, ist schon recht. So, hier kommen wir an Gold. Nein, ich will gerne Leitern. Ach so, das sehen wir nicht, weil Wände drunter sind. Okay. Also weil Bodenplatten drauf sind. Mhm. Ich glaube, das dürfte reichen. So, ich verkaufe jetzt noch Holz, bis wir am Maximum sind. Und dann baue ich das Ganze auf 4 auf. Und damit sind wir bei 31 Zwergen Maximum. Also fast mehr als das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. Gut. Das heißt, wir können den grünen Kristall aktivieren und es ist alles gut. Und damit hätten wir die Mission schon mal geschafft. Listen up. Everybody listen to me. Und das listen. Ist die Lage. Aha, das ist äußerst interessant. Das sind äußerst interessante Nachrichten. Sollten wir es ihm sagen? Er ist mit einem neuen dieser nervigen Spielzeuge unterwegs hierher, also ist er momentan nicht erreichbar. Pay attention. Außerdem wird es alles nur noch komplizierter machen. Für das Erste benötigen wir zusätzliche Daten. Da sie bereits den roten und blauen Magier erwischt haben, werden sie nun wohl auch euch, dem grünen Magier, auf den Pelz rücken. Haltet uns auf den Laufenden und schickt uns alle Informationen, der ihr habhaft werden könnt. Hallo. Das ist alles dermaßen lästig. Okay. Ja. Dann mal zurück zur Welt und unseren Einfluss kassieren.